Ja, liebe Handballfreunde, ich darf Sie nochmals herzlich willkommen heißen zum Trainergespräch nach dem 6. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga Süd gegen unsere Gäste heute aus Pullingen. Das Ganze vor 240 Zuschauern. Halbzeitstand 15:16, Endstand 28:26. Begrüßen darf ich nochmals zu meiner rechten Gästetrainer Thiel Fernhoff und zu meiner linken André Bechtold. Wie immer hat zuerst das Wort unser Gast. Thiel, dein Statement zum Spiel bitte. Schönen guten Abend. Vielen Dank an die Pullinger Zuschauer fürs Kommen heute. Ich muss sehr gut aufpassen natürlich, welche Worte ich jetzt wähle, so direkt am Spiel nach dieser Niederlage. Es ist nicht so einfach, ich fange mit dem Einfachen an. Ich gratuliere den Löwen zum Sieg, ich gratuliere zum Lauf, den sie aktuell haben und ich gratuliere zu einer sehr, sehr guten Arbeit, die hier gemacht wird. Wenn man einfach sieht, wie so junge Spieler hier gar nicht über Handlungen erfolgreich sind, sondern durch einen individuellen Handball, durch individuelle Lösungen, ist es beeindruckend. Wie man sieht, wie die junge Mannschaft in Stressphasen, auch in Endphasen damit umgeht, ist das beeindruckend. Das sind Dinge, die uns fehlen. Das individuelle Spiel ist nicht so ausgeprägt bei uns. Da haben wir noch Qualitätsnachschub zu leisten und auch vor allem in stressigen Phasen können wir unsere Leistung nicht abrufen. Wenn ich jetzt überlege, dass wir von den Spielen her 7-2 geführt, 10-5 geführt, 11-4 geführt, heute 21-17 geführt und ich habe am Ende einen Punkt bisher, dann ist das sehr, sehr bitter. Jetzt könnte ich auf die Mannschaft draufhauen, würde ich am liebsten auch, aber hat sie nicht verdient, weil sie einfach, und das ist das Bittere daran, weil sie wirklich Gas gibt, weil sie kämpft, weil sie wirklich alles dafür tut, dass wir dieses Spiel gewinnen, nur einfach in stressigen Situationen die falschen Entscheidungen treffen. Vor dem Angriff in der zweiten Halbzeit viel zu viele technische Fehler haben. Ich denke symptomatisch an der Mittellinie, kurz vor Schluss in der heißen Phase. Das sind unvorstellbare Dinge, die niemals passieren dürfen. In der Verteidigung geht ein Trost von Rückraum links bis auf Rückraum rechts und kann dort einen Hüftwurf ansetzen in den letzten 5-6 Minuten, ja, wo ich im Innenblock komplett unterbinden muss. Und das sind die Kleinigkeiten, die dann entscheidend sind. Und diese Niederlage tut weh. Recht schönen Dank. André, dein Fazit zum Spiel bitte. Hallo erstmal, auch danke von mir an die Zuschauer. Danke vor allem mal an die 5 Jungs, die da unten die ganze Zeit rummeln. Das ist ganz großartig. Ich glaube, es hat uns letztes Jahr Abend zu gefallen. Zum Spiel, ich denke, wir hatten auch riesen Respekt heute vor Pullingen. Wir haben die Spieler auf Videoanalyse gesehen, haben alle Spieler angeschaut von Pullingen. Und ich muss auch sagen, es tut mir ein bisschen leid um die Pullinger Mannschaft. Es ist so ein bisschen wieder gespiegelt, was wir letztes Jahr erlebt haben. Die spielen sehr schönen Handball, sehr druckvoll. Ich finde individuell auch stark, haben aber leider nicht das nötige Glück. Ich hoffe, dass es im nächsten Spiel mal kommt und dann mal so ein Spiel gibt, auch für Pullingen. Dann wird es auch, denke ich, wieder die Punkte eingefahren. Es ist manchmal auch mal ein ganz dünner Faden. Zum Spiel heute, ich denke, wie gesagt, die Mannschaft hat wieder unheimliche Moral zum Schluss in der zweiten Halbzeit gezeigt. In der ersten Halbzeit waren der Michel und ich ein bisschen unzufrieden. Da haben wir auch viele technische Fehler gemacht, haben dem Pullinger viele Gegenstöße geschenkt, viele leichte Tore, auch in der Abwehr ein, zwei individuelle Fehler, wo eigentlich der Ball schon bei uns ist und dann schießt Pullinger noch ein Tor. Und dann aber in der zweiten Halbzeit, gerade in dem Crunch-Time, Nervenstärke bewiesen. Ja. Team Ganz wieder ganz hervorragendes Spiel heute gemacht auf rechts außen. Aber jeder auch heute, Pascal Burkus, das erste Mal im Tor, auch ganz wichtige Bilder gehalten. Dann ist der Lukas Bauer zum entscheidenden 7 Meter unten hin in 7 Meter. Also muss man sagen, durchweg die Mannschaft, wie sie auch zusammensteht, wie sie da auf der Bank die Spieler hinter der Mannschaft stehen. Das ist toll, es macht Spaß für mich und mich. Und so machen wir natürlich weiter und werden dementsprechend auch weiter arbeiten und freuen uns heute über die 2 Punkte gegen den sehr starken Gegner. Vielen Dank. Ja, Thiel, Kronau bzw. die Rhein-Neckar Löwen um 2 Tore besser heute. Endergebnis 28:26. Waren die um 2 Tore besser, die Rhein-Neckar Löwen heute?
ihr steht momentan unten, 1-9 Punkte. Machst du dir da Sorgen? Klar mache ich mir Sorgen. Das wäre traurig, wenn ich es nicht machen würde. Das wäre auch naiv. Es ist schon erstaunlich, diese dritte Liga Süd, wenn man sieht, wir stehen jetzt ganz hinten drin, die Löwen stehen ganz vorne und welche Kleinigkeiten in dieser Liga entscheiden. Beide Mannschaften, eine junge Truppe, die stark in die Spiele reingehen, am Ende dann auf die Kraft so ein bisschen verloren geht und am Ende sehr, sehr enge Spiele. Kronau oder die Löwen haben das Glück oder auch das Vermögen, diese Spiele zu gewinnen. Wir haben sie jetzt mehrfach knapp verloren und stehen deswegen hinten drin. Und das hatte ich den Jungs gesagt heute, das ist nicht Erster gegen Letzter oder Vorletzter, sondern das sind zwei gleichwertige Mannschaften, so doof das auch klingt, wenn man die Tabelle anschaut. Und das Spiel hat es auch wieder gespiegelt. Die Löwen waren nicht zwei Tore besser. Und am Ende waren sie es dann eben doch. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir können in vielen Statistiken besser sein, das bringt alles gar nichts, wenn du in den Toren nicht bist. Wir haben in der Verteidigung letztes Jahr oftmals über 30 Tore gekriegt. Das war der Schwerpunkt der Arbeit in der Vorbereitung. Jetzt haben wir das vierte, fünfte Spiel unter 30 Tore und schaffen es aber nicht, das positiv umzumünzen. Und das ist ein Problem und daran müssen wir jetzt arbeiten. Schönen Dank. André, in den zurückliegenden Spielen, da haben wir, sagen wir mal, das Spiel bestimmt. Wir lagen mit mehreren Toren vorne. Heute war es eben nicht der Fall beim Stande von 24-24 in der 50. Spielminute. Kann man sagen, war das dann eine Signalzündung für deine Mannschaft? Ja, also die letzten Spiele wurden ja auch ziemlich knapp zum Ende hin. Und ich glaube, was wir letztes Jahr an Erfahrung gesammelt haben wir in der Vorsaison solche Spiele noch verloren. In der Rückrunde wird es dann besser und die Mannschaft hat Selbstvertrauen gehabt. Und jetzt merkt man eigentlich auch einen Entwicklungsschritt. Ja? Also es sind dann eben, in der Phase machen wir dann eben keine leichten Fehler zurzeit. Und das ist dann der Unterschied. Und da haben die Jugendspieler halt auch einen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist halt wichtig, das wollen wir auch sehen. Und da sieht man dann halt auch die Qualität der Spieler, sogar aus den Fehlern von den vergangenen Spielen lernen. Und haben sie offensichtlich gelernt und es war halt auch ganz konsequent. In aller Ruhe und auch mit Bedacht dann in den entscheidenden Situationen die Angriffe gespielt, als auch in der Abwehr kompakt gespielt. Ja, da waren dann noch 2-3 Tore dabei, die, wo ein Abpraller kommt oder wo halt eben ein bisschen eine blöde Situation der Abwehr herrscht und ein bisschen Verwirrung. Aber generell muss man sagen, es war dann so, dass wir in der Crunch-Time da waren, präsent waren und klaren Kopf haben. Und da, wie gesagt, großes Lob, so ein Entwicklungsschritt und den müssen wir natürlich weiter bestreiten. Wie gesagt, es kommen die nächsten schweren Spiele. Recht schönen Dank, André. Soweit haben die Trainer alles gesagt. Wie schaut es aus von Ihrer Seite aus? Sind noch Fragen an die Trainer? Das ist nicht der Fall, dann habe ich noch die Endergebnisse der anderen Begegnungen. Und zwar spielte HG Oftersheim Schwetzingen gegen Kompressheim 23-33. Köntringen-Tieningen Hochdorf 17-17. Die Begegnung Neuhausen, TV Neuhausen gegen TSV Neuhausen-Filter läuft noch. Heukheim gegen Oppenweiler-Backnang 28-25. Und Danzenberg gegen Hasloch 19:30. Die Begegnung Nussloch-Fürstenfeldbruck läuft ebenfalls noch. Euch, Till, einen gesunden Nachhauseweg. Alles Gute für den Rest der Runde. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder zum nächsten Heimspiel, liebe Zuschauer. Wäre dann am Samstag, 14.10. um 20 Uhr, haben wir dann hier in der Stadthalle den HBW Balingen bei Stetten zu Gast. Und auch morgen Handball hier im Käfig der Löwen, 15 Uhr, unsere A-Jugend gegen Konstanz. Schauen Sie also da vorbei und unterstützen Sie unsere A-Jugend. Das soll es gewesen sein. Schönes Wochenende für Sie. Tschüss und auf Wiedersehen.